Ja, liebe Leute, damit herzlich willkommen zu einem neuen Video hier in TS Classic. Und heute sind wir mal mit einer kleinen Draisine unterwegs und schauen uns einen verlassenen Streckenabschnitt an, hier auf der Brennitzer Linienstern-Strecke. Hier ist der Anfang und da hinten ist der eigentlich offizielle Bahnhof. Wir haben jetzt zwei Depots und eins ist noch angeschlossen und die Schienen gehen hier noch weiter. Da hat es hier sogar noch ein altes Signal, das leider keinen Nutzen mehr hat. Hier mal den Prellbock und hier weiter hinten den eigentlichen Anschluss noch auf den Bahnhof hier hinten. Ich weiß gar nicht, wie der heißt. Wie heißt denn der Bahnhof hier? Hast du einen Namen? Steinwald-Borkenwirte. Okay, ja, da wäre es halt da so weitergegangen. Und ich dachte, ja, wir nehmen uns die Draisine und fahren diese verlassene Strecke mal ab. Ein bisschen so quasi Lost Places angucken. Die Draisine ist von RSSLO, das ist die KLX 626. Und Regionalleitung Bauhof Klagenfurt. Oh, wusste ich gar nicht. Gehen wir mal rein. Hat Platz bis zu 9 Personen und 50 km/h schnell. Also da 2, 4, 6, 8 und wir die 9. So, dale, machen wir das Ding mal an. Da ist ein Schlüssel rein. Umdrehen. Jetzt Wendenbeleuchtung machen wir jetzt mal hier an. So, dale, und dann starten hier mal den Motor. Sehr gut. Jetzt hoffe ich mal, dass ich den richtigen Richtungswender, die richtige Richtung drin habe. Gehen wir mal Gas. Ne, ist falsch. Ist eine andere Richtung. Und das Gas ist wirklich hier ein Gaspedal. Also, los geht's. So. Ja, sorry, dass sie ein bisschen wackelt. Sie kurz vor der Schranke müssen wir anhalten. Ah, ich glaube, das wird jetzt noch nicht reichen. Ah, ich muss mal ganz kurz hier was umrangieren. So. Schauen, ob es jetzt geht. Ah, wie weit soll ich vor? Das hat funktioniert, dass die Schranke aufgegangen ist. Ah, jetzt. So, hier ist jetzt rot worden. Und für uns sollte jetzt eigentlich die Schranke aufgehen. Ja, sehr gut. Cool. Dann düsen wir hier mal durch. Bahnübergang gesichert. So muss das sein. Wir können ja hier mal ein bisschen schneller fahren. Ganz so langsam müssen wir hier auf den alten Schienen jetzt nicht fahren. Ich denke mal, so ist ganz okay. So, tada! Hier mal nach den Sander. Arbeit mal bitte nicht zu schnell. Bleib mal so. Wir können hier sogar die Türen aufmachen. Das ist mega cool. Machen wir also weiter zu. Das gleiche übrigens auch auf der Seite. Auf und zu. Und dann haben wir hier auch unterschiedliche Sitzpunkte. Oh, warte mal, ist der nächste Übergang da vorne? Ja. Hier die unterschiedlichen Sitzpositionen. Aber überall einmal hier so rein. Ich glaube, sowas ist eigentlich auch ganz angenehm. Hier nochmal das Pult. Aber wir bleiben hier in der Fahrerposition. Die alte Brücke hier. Altes Vorsignal. Schaut's an, das hat's noch überlebt auf der Strecke hier. So. Schön anhalten hier. Ja, die Bremse bei also mit einmal ein bisschen reindrücken. Haben wir eigentlich eine Hupe? Ja, aber. Okay. So, das sollte eigentlich gut sein. Oh ja,
sehr gut. Eigentlich grundsätzlich eine ganz coole Idee, so die aufgelassenen Strecken wieder zu nutzen mit so einer Draisine. Muss ja nicht zwingend so eine Diesel-Draisine sein, aber so eine Handhebel-Draisine. Dann so eine alte Strecke ein bisschen langfahren. Es gibt auch so eine Strecke in Deutschland. Die ist aber gar nicht mal so klein. Fällt mir der Name nicht ein. Ich habe da immer wieder mal die Werbung auf Facebook dafür gesehen. Es hat was Schönes und was Trauriges auf klassischen Strecken. Aber oft ist es wie so einmal in die Vergangenheit reisen, wenn man dann die alten Sachen noch sieht. Was sich dann vorstellt, wie das dann gewesen ist, wenn hier dann die Loks noch fahren werden. Und dann ist das nächste alte Signal. Das ist für den Bahnübergang das Signal, oder? Ja. Das könnte man doch sicher noch irgendwie nutzen, oder nicht? Aber würden die jetzt da nicht so ein X drauf machen, dass es nicht mehr in use ist? Naja. Weiter mit unserer Draisine. Voll die schöne Landschaft. Haben wir da eigentlich auch so ein Head-Out-View? Oh ja, haben wir sogar. Die alten Kilometersteine. Ah, sie haben sich schon wirklich Mühe gegeben in der Landschaftsgestaltung hier. Ah, da macht doch so 37 wirklich Spaß. Und da vorne geht es in den ersten Eisenbahntunnel rein. Also erstens, es gibt nur einen auf der Strecke hier. Aber den haben sie ganz cool gemacht, das werdet ihr gleich sehen. Eigentlich hätte ich die Draisine einmal drehen können. Dann wären wir quasi in Richtung 1 fahren, für die Stadt 1, 2. Es gibt, aber es ist ein bisschen surreal. 1 und 2 hier. Bei der Strecke wird es jetzt, glaube ich, nicht so viel brauchen, damit ich es wieder reaktivieren kann. Ich glaube, der Tunnel könnte kostspielig sein, wenn man den instand halten will. Und jetzt wird sich das mal anschauen. Das ist so cool gemacht. Tropft dann hier sogar teilweise ein bisschen das Wasser so runter, weil er undicht ist. Und ein paar einsame Leuchten. So cool! Das müsste echt, echt cool sein, wenn man das mit der Draisine durchgeht, vor allem mit der Handdraisine. Ein bisschen Hauf vom Gruseligen mit dabei. Hier das nächste Licht. Und einen kleinen Grafikglitch, den haben wir jetzt mal nicht gesehen. Eigentlich hier drin Licht. Ich wüsste zumindest nicht, wie ich das Licht hier einschalten kann. Da bleibt es halt dunkel. Im normalen Standard-Hotkeys geht gerade nicht. Aber Instrumentenlicht wird das Hammer, aber mit normalen L. Ich meine, Lampen hätte es hier drin, aber. Vermutlich einer der klaren Schalter da unten, die ich jetzt nicht sehen kann. 33,6. Ja, nicht mehr lange bis zum Ende. Was ja ganz cool ist, der Teil der Strecke, der ist bei den Standardszenarien gar nicht mit dabei. Also du würdest hier nie drauf fahren. Das heißt, die Strecke lädt dazu ein, dass du dir die Strecke ein bisschen abseits der normalen Szenarien anschaust und dir vielleicht auch dein eigenes Szenario machst. Genau solche Sachen zum Beispiel hier zu erleben. So cool. Also gehört eben den englischen Strecken wirklich zu meinen Favoriten. Weil es eine schöne Karte ist.
Ah, endlich wieder Tageslicht. Freiheit! Jetzt bin ich endlich wieder raus hier. Ah, das ist so schön. Ja, ein bisschen dicken zu hell. Also ich glaube, wir müssen ein bisschen optimieren, noch ein bisschen mit den Shader-Einstellungen vom RBNH und so. Eigentlich nur ideal für seinen Försterbetrieb hier. Hat der Anschluss. Boah, das Quietschen. Was haben wir da vorne? Einmal pfeifen. Für den Übergang. Ja, machen wir das natürlich. Na, Stichwort Förster, da wird ja auch hier was abgebaut. Nutzt die Schiene, liebe Leute. Ist der Übergang? Ach, das soll der Übergang sein. Okay. Das ist aber niedlich hier. Oh, da vorne eine mega schöne Brücke. Ja, die Pfeiftafel von der anderen Seite, oder? Ja. Sogar zweimal. Ja? Ja, zweimal pfeifen. Okay. Was haben wir hier oben auf der Brücke? Eisenbahn oder Auto? Etwas besserer Förstweg, würde ich jetzt mal sagen. Ist nicht so viel los hier. Gehen wir da hier rein. Also das Quietschen übrigens, das kommt nicht von der 37, ne? Das kommt von den Schienen hier. Aber ich bin hier testweise mit einer Class 47 entlang gefahren, weil ich mit der ursprünglich fahren wollte. Und dann hat die aber auch so extrem gequietscht. Naja, ist ein bisschen Overkill. Gehen wir wieder zu einer Dresine. Und ja, ich weiß, es wäre dann eine englische Lok hier in Fictional Deutschland da. Aber gibt immer wieder Gastspiele, oder? Naja, sind sie auch fleißig hier am Abholzen. Steht sogar einer. Moin. Ja, du, der nächste Zug kommt später. Ist da eine Industrie in der Nähe? Ich höre so komische Geräusche. Nö. Okay. Gehen wir wieder hier rein. Was jetzt hier nicht schlecht wäre, wäre so ein Radio. Wäre ein bisschen Musik. Lass dich irgendwie dahin, lass mal abspielen. Oder natürlich Leute zum zeitgleich quatschen. Wäre natürlich auch eine Option. Aber ganz ehrlich, zwei Leute da auf den Stühlen. Ich glaube, gemütlicher wäre es mit vier. Seid ihr denn selber schon mal mit einer Draisine gefahren? Also ich schon zweimal. War aber jedes Mal die Handdraisine. Und ist ganz schön anstrengend. Aber wenn man dann mal auf Geschwindigkeit ist und ein zweiter mit dabei ist, dann geht es eigentlich ganz gut. Also wir denken, wenn man dann zu schnell ist, wird es Bremsen anstrengender, wenn man quasi Bremsen tut durch Gegendrücken. Welche, die haben eine effektive Bremse und bei der anderen musst du wirklich gegen den Schwung drücken, damit du abbremst. Kann man sich nur schön wehtun. Oh, endlich mal ein bisschen Zivilisation. Eine Mauer von irgendwas.
alten Industrie. Und da vorne haben wir Weichen. Ich glaube, da werden wir mal gleich mal langsamer werden. Ich glaube, wir bleiben hier mal kurz stehen. So, schauen wir mal an, was wir hier haben. Also hier gab es mal einen Anschluss hier rein. Schauen wir uns mal an, wo es da hingeht. Ja, hier ist schon sehr lange nichts mehr reingefahren. Ja, und dann hier rein. Es sieht so aus, als würden uns das hier abreißen. Ja, auch die Fabrik war mal. Hat schon bessere Zeiten gehabt, bis hier rein dann. Also war das dann vermutlich primär wegen der Industrie hier. Das ist eine große Halle hier. Ach was. Geil. Ja, schade, dass das nicht überlebt hat. Das, glaube ich, gehört ja noch dazu. Aber weil das ist ein Bauerhof hier und hier hinten ist das Dorf. Ja, schade. Wäre aber sicherlich voll spannend, den in echt zu besuchen. So Lost Places, das hat was. So, der nächste Übergang. Wie ist das hier mit der Weiche? Die ist falsch. Okay, jetzt ist es richtig. Und da vorne haben wir nochmal eine. Und die geht nach rechts. Was haben wir denn da rechts? Das ist einfach nur... Okay, das ist einfach nur ein Abstellgleis. Für die Industrie dann vermutlich, dass sie dann da reingefahren sind. Das machen wir jetzt aber auch mal richtig. Und dann hier das kleine Wartehäuschen. Lassen wir natürlich stehen. Ist so schön gemacht. Schönes, schönes Häuschen. So, da. Abfahrt. Sogar ein Pferd, so ganz übersehen. So, ein bisschen noch. Und stehen bleiben. So, da, bitte Schranken aufmachen. Nice. So, natürlich bleiben wir hier jetzt stehen. Kann ich hier mit Tee laden? Geht das? Nee, macht nichts. Aber wir können hier die Tür aufmachen. So, liebe Leute, alle mal einsteigen. Für den Nebenbahnexpress. Ey, die Schranken können wieder zugehen. Ich glaube, ich mache hier gerade dezent Stau. Ja. Fahren wir mal. Ciao. Ich glaube, da schauen, ob die Schranken wieder zugehen. Ah ja, tut sie. Sorry, Leute. Eigentlich Cinematic. Oh, jetzt macht das sie wieder von... Das will ich nicht. Nein. Gehen wir mal hier hin. Fahren wir jetzt. Langsamer werdend. Ciao!
Straße ist ausgekreuzt. Oh, alten Bahnübergang hätte man noch lassen können. Ist da vorne schaut auch aus, wenn sie so einen kleinen Übergang hat. Auch für den Bauern hier zu seinem Feld. Ah, das Quietschen ist teilweise schon ein bisschen arg laut. Ich glaube, das werde ich dann im Post-Edit nochmal ein bisschen runterdrehen. Ja. Super minimalistischer Übergang hier. Ah, da sind die Pfeiftafeln. Jetzt für unsere Fahrtrichtung habe ich jetzt aber nichts gesehen. Oder war es einfach nur zu doof? Mal kurz gucken. Nee, das sind keine Pfeiftafeln. Ah doch, da. Ich war zu doof. War ja klar. Ich glaube, ein bisschen schneller können wir noch fahren. Die Strecke sieht soweit frei aus. Wunderbar. Oh, da ist sogar ein Traktor unterwegs. Entschuldigung. Er fährt sogar. Moin. Okay. Interessant, die Zucken, die du hast. War cool, dass sogar das da hinten animiert ist. Cool. Da hinten haben wir Jägerposten gehabt. Na, aus Guck. Oh, da wird sich jetzt freuen, dass wir hier dann mit Dieselsound durchknattern. Aber wäre sicherlich eine schöne Touristenattraktion hier. Wäre ich der Bürgermeister, dann würde ich den Verein hier unterstützen. Dass sie da immer wieder mal Sachen machen. Die Telefonmasten hier oben, die nichts mehr tragen. Ah doch, da vorne. Was haben wir da? Da ist ein Gatter. Boah, ist das jetzt schon End of the Line? Ach nö. Das nächste Dorf hier. Es geht noch ein bisschen. Aber das war jetzt echt schön. Nette kleine Fahrt hier. So, da der nächste Bahnhof. Wenn man so möchte. Aber als das in Betrieb gewesen ist, da werden wir vermutlich mit so einem Schienenbus hier unterwegs gewesen sein. So, da der. Liebe Leute, Endstation, alle einmal aussteigen. So, nochmal Tür. Tür, geh auf! Geh auf. Schauen wir uns das mal von außen an. Ach so, mega schön. Aber hier. Restaurant Kolossos. Ja, definitiv das schönste Haus hier. Das Bahnhofsgebäude. Was haben wir jetzt hier noch? Halt Weiterfahrt nach Sicherung. Ah, da müssen wir hier drücken, damit es gesichert wird. Das dürfte noch der Original von, als es in Betrieb gewesen ist, sein. Und dann haben wir hier den Gattern. Den können wir aufmachen. Und dann haben wir hier unsere Abstellung. Da fahren wir jetzt natürlich rein. Aber zuerst tun wir den Bahnübergang sichern. Klicken hier mal drauf. Ja?
Ah, jetzt. So, da. Tür zu. Und los geht's. Ich hatte hier noch mal Hupen. Jetzt, ihr dürft gleich wieder fahren. Keine Sorge. Ja, so mein eigener Vereinsparkplatz. Wo ist denn? Nur eine Grillparty hier machen. So, wie schauen wir aus? Ich denke, ein bisschen noch. Ja, vielleicht da, wo hier der Gartenofen ist. So, da haben wir jemand die Handbremse rein. Gut, und Motor aus. Warte mal, das ist. Wo ist die Motor aus? Einfach den hier. Kann ich ja den Motor ausmachen? Hallo? Liked Auto, Vipers, liked. Das muss doch irgendwie gehen. Cap liked, Vipers. Laden, okay. Parkanzeigen? Okay. Wo ist hier der Motor aus? Das ist Bremse, Emergency Brake. Das muss doch hier sein. Aber hier nochmal Start drücken, bringt ja nichts. Okay. Haben wir hier vielleicht noch eine andere Ansicht? So. Schauen wir nochmal. Scheibenwischer, Scheibenwischer. Ja. Achso, das ist fürs Licht. Weiß Hole, Digital White, Vipers. Das gibt's doch nicht. Okay, dann machen wir es halt übers GUI. Schauen, ob das geht. Ja, das geht. Ah, jetzt habe ich noch das mit der Handbremse hier die ganze Zeit im Bild. Das ist kacke. So, da. Halt. Ich wollte eigentlich die Taste 8. So, da. Das ist jetzt auch noch weg. So, ja. War eine nette kleine Tour. Ist mal was anderes. Ich hoffe, das hat euch aufgefallen. Und ja, kann es euch nur empfehlen, dass ihr euch die Strecke holt. Der Brennitzer Linienstern. Das ist jetzt die Schnellfahrstrecke hier hinten. Durch das habe ich es eigentlich ursprünglich gesehen, dass hier was ist. Und ja, dann sehen wir uns beim nächsten Abenteuer. Also, bis denn dann und macht's es gut. Tschüss.